Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Star Wars The Old Republic. Wir spielen heute mal von der Spirit of Vengeance. Ist ein bisschen Supply Run. Mit dem guten Jaxor. Da fällt mir nämlich auch noch ein bisschen was auf. Darf Malgus. Und deswegen muss der jetzt mal ein bisschen ran. Okay. Schauen wir mal, was der mit seinen Schilden so drauf hat. Kann ich die irgendwie schilden gegen die einschlagenden Angriffe von dem? Nicht wirklich. Ich kann halt nur danach wieder abspotten. Gut, dann ist jetzt mal der Heiler gefordert. Obwohl, ein bisschen mit dem Ölteppich hätte ich anders machen müssen. Naja, ist jetzt egal. Aber das hier kann ich machen. Ich kann die Gruppe beschützen mit Hilfe meines Power Shields. Das wiederum geht. Oder müsste zumindest funktionieren. Schallbarriere. Schützt den. Komm, zieh den weg, zieh den weg, zieh den weg. Aber das erste, was ich mache, ist, ich nehme den Kommandoschild, dass der Heiler genug Zeit hat, die anderen zu heilen. Oh, den ersten hat er sich schon geholt. Den Rest der Gruppe kriegt er nicht. Oh nein, mich kriegst du nicht. Sag ich doch. Wieso kriege ich einen Eintrag über Darth Ikoral? Ich bin hier auf der Spirit of Vengeance. Und nicht auf der Red Reaper. Beine, die ich nicht brauche. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also, erster Tote, das ist jetzt schon ein bisschen bitter, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber egal. Ich habe versucht zu schilden, was zu schilden ging. Ich muss noch lernen, wie ich hier diesen anderen Schild einsetze. Hier den Energieschild, der sich dann verteilt. Wie sich das am besten einsetzen lässt, um die Gruppe zu schützen. Es wird wahrscheinlich eine simple Antwort sein, ich stelle mich nur unfassbar dämlich damit an, aber ich will auch nicht ausschließen, dass das vielleicht gar nicht so einfach zu aktivieren ist. Dass da vielleicht eine bestimmte Position ist, dass die alle, was weiß ich, auf 4-5 Meter an mich ran müssen, weil da steht ja nur in deiner Nähe. Und genau das beschreibt ja schon das ganze Problem. Wann ist jemand in meiner Nähe? Das ist ja schon die erste große Problematik. Weil du hast halt Schilde, die triggern auf. Oder Sachen, die triggern auf 4 Meter. Es gibt aber welche, die triggern schon auf 10 Metern. Gut, dann hast du 30 Meter. Das ist jetzt nicht mehr ganz so die Nähe. Und wir scheitern immer noch da dran. Aber jetzt kriegen wir es hin. Es kann aber auch sein, dass ich auf 2 oder 0 Meter dran stehen muss. Solche Sachen gibt es auch. Sehr beliebt später im Nim. Ja, ist halt sehr schwierig zu sagen. Ja, komm, wir nehmen den langen Weg. Come on. So, ihr könnt einfach da drinnen verbrutzeln. Ich hab's. Ravi, spring einfach ins Feuer. Ja, well, I did it. Ja, alter Klassiker, du hast doch Geduld. Ja, aber da gibt's noch viel auch zu entdecken, auch bei dem Tank hier so.
Ich freue mich auch mal darauf, mit dem tatsächlich Nim zu rennen. Ich habe beschlossen, ich riskiere es. Gut, dass ich jetzt nicht alles sofort first tryen werde, ist mir auch relativ klar. Und dass ich vielleicht auch an manchen Stellen echt kläglich scheitern werde. Aber so lernt man ja auch. Und wer weiß, vielleicht starte ich demnächst Nim nicht nur als Heal, sondern als Tank. Also ich kann mit dem hier auf jeden Fall schon sehr gut umgehen. Macht auf jeden Fall auch viel Spaß. Muss vielleicht noch ein bisschen lernen, wie ich die Gruppe damit besser schützen kann. Zum Beispiel diesen Schild da besser nutzen oder auch den Ölteppich. Das sind so Sachen, die ich gerne noch mitnehmen würde, weil so die Survivability, die habe ich drauf. Die habe ich drauf, da passiert nichts. Aber mir geht es jetzt noch so ein bisschen so um die Protection für die Gruppe. Das ist so der Punkt, an dem ich noch so ein bisschen arbeiten möchte, bevor die ersten Nim-Runs losgehen. Wenn ihr noch was habt, was euch auffällt, woran ich arbeiten sollte, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare oder bei Discord. Das wäre ganz gut, damit ich da halt bestmöglich vorbereitet bin. Aber ich habe Wege, um schnell Gruppen-Aggro zu bekommen, auch ohne Massensport, oder dass die dann auch schnell fallen, alles. Ich verstehe, wie meine Survival, meine Devs funktionieren und weiß, diese einzusetzen. Das könnte auf jeden Fall was für mich werden, so Nim Tank auch. Ja, warum nicht, ne? Also Hexer haben wir jetzt ready. Sabo ist sowieso immer ready. Der Merc ist schon länger ready. Das ist auch mein Rager. Also von daher, warum nicht als nächstes den PT tatsächlich fit machen? Also ist er schon fit. Zumindest der drüben. Der hier braucht noch. Der ist erst 3,34. Der ist noch ein bisschen weit entfernt. So, dann machen wir das auf den. Das kommt so auf die. Und schon haben wir die komplette Aggro. Kommandoschild reinjagen und dann haben wir es. Eine Sache gibt es tatsächlich, die mir noch so ein bisschen Sorgen und Kopfschmerzen bereitet, mit dem DPS zu machen. Ich glaube, das könnte so das sein, was so mir die größten Probleme bereiten könnte. Ich kriege das ja teilweise nicht mal mit den D-Klassen hin, da richtig Damage zu machen. Da fehlt mir noch ziemlich viel. Mit dem Tank wird es noch lustiger. Aber ich weiß ja so, was so ein Tank drauf hat. Ich weiß ja, wie ich wann was wo einsetzen muss. Vielleicht. Überraschen wir uns hier selber. Mal sehen. So, gib mir das hier schon mal. Ich würde sagen, wir kämpfen mit dem Rancor, oder? Wir kämpfen gegen Goldie. Ja, ne? Ich muss dazu sagen, auch wenn er sehr beliebt ist, ich weiß noch nicht, ob ich als nächstes den Other Tank nehme. Oder da doch eher auf einem Jug tendiere, wenn ich als nächstes dann wieder einen Tank mache. Oder ob ich dann wirklich erstmal fix eine DD-Klasse so lerne, dass ich sie auch AC und gegebenenfalls Nim spielen konnte, wobei Nim bin ich meilenweit von entfernt. Dass ich da einen DD spielen kann, da falle ich definitiv unten durch. Aber wir haben ja schon zwei Rollen.
daher. Okay, wir müssen uns mal so ein bisschen hier hinstellen, dass der so an uns rankommt mit den Heals. Und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Devs benutzen. Du bleibst schön bei mir. Warte mal, kann ich nicht? Danke. Wenn ich so mit dem Rücken zur Wand stehe, kann er doch auf mich einprügeln, wie er will. Da passiert ja nichts. Ah, ich kann den Schlägen ausweichen. Das ist gut zu wissen. Ja, okay, dem kann ich jetzt nicht ausweichen. Das wäre auch ein bisschen too much, wenn ich jedem Schlag von Golly hätte ausweichen können. Jetzt wird erstmal hier die nächste Leine gekappt. Und jetzt geht es erstmal nach oben auf die Brücke. Das ist der einfachere von den beiden, die jetzt noch kommen. Ne? Genau. Schauen wir uns mal, wie wir uns mit den nächsten Bossen so schlagen. Also auch da möchte ich natürlich möglichst wenig Schaden kassieren. Die Schadenstypen habe ich ja auch noch gar nicht richtig drauf. Was ich wo wie am besten abwehre. Ich weiß ja vor allem auch nicht auswendig, was machen die verschiedenen Bosse und Gegner für Schadenstypen. Da gibt es ja, ich glaube, 4, 5 verschiedene. Konzentrieren wir uns darauf ein andern Mal. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die hier. Okay, irgendwie kann ich dich nicht anspringen. Das finde ich jetzt gemein. Okay, dann machen wir es anders. Schaden erhöhen. Kritische Treffer erhöhen. Stell dich doch nicht direkt vor die... Bisschen seitlich daneben, da machst du immer noch gut deinen Schaden. Okay, wir verlieren hier sehr schnell die Aggro. Dann mache ich auf den doch noch mal so ein bisschen bewachen. Und diese Minischilde. Der muss ja jetzt in meiner Nähe sein. Absolut keine Ahnung, welcher Buff davon verantwortlich ist. Abwehren. Rebounder. Wenn ich nicht weiß, was reinkommt, versuche ich zumindest mit dem Rebounder abzuwehren. Das ist so mein Plan. Ist jetzt auch sehr erfolgreich. Okay, da ist jetzt keiner gestorben. Ich mache trotzdem mal einen Ölteppich, um den Gegner weiter zu schwächen. Sehr gut. Also das mit den Marken und alles, das wird super aufgehen. Aber der schwierigste Gegner kommt jetzt. Nein, damit meine ich nicht die paar Mobs, die hier kommen. Das sind ja doch keine Gegner. Das ist höchstens eine Belästigung. Stirb. Wollen wir mal sehen, welche Schilde ich da besser einsetze gleich. Ja gut, wir ziehen alle ran.
kommt mal alle schön in den Aufzug. Du auch, mein Dickerchen. Nur weil du ein Wissenschaftler bist, ist das kein Freibrief, sich um der Ecke zu verstecken. Sollen wir mal assi sein? Kommt mit. Nehmen direkt die nächste Gruppe einfach mal mit. Macht die Wissenschaftler kalt. Nehmen wir mal als erstes auf die Heiler, dann fallen die Mobs noch schneller. Und wir brauchen mehr Damage. Wobei wir eigentlich für Flashpoints sehr solide Idees haben. Also ich sehe hier einen Treffsicherheitssniper und ich sehe einen Burst Jug. Das ist eigentlich erstmal grundsolide. Oh, ich will die Wissensobjekte. Ja, ich entkomme gleich aus der Falle. Gut, die sind weg. Ich wollte halt nur die Wissensobjekte haben. Ihr könntet ja ruhig mal warten. Naja, jetzt geht's erstmal wieder nach oben. Das ist auch, glaube ich, auch nicht mehr so viele Korridore. Also wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann Gratulation. Das sind jetzt im Prinzip nicht mehr viel. Vielleicht noch zwei, drei Räumchen. Kann ich gar nicht zusammenziehen. Naja, gut, machen wir es so fertig. Das haben wir. So, dann kommt jetzt der schwierige Part. Ich weiß, dass ich was unterbrechen muss. Ich weiß, dass ich was schilden muss. Aber ich weiß verdammt nochmal nicht was. Das sind so die Details, die ich mir einfach nicht merken kann. Warum auch immer. Wahrscheinlich muss ich es häufiger spielen. Gut. Probieren wir es. Schilde sind oben. Beautiful. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Ja, mhm. Junge, keine gute Idee. Der muss von euch allen abgefangen werden. Ja gut, für den nächsten ist mein Superkommando-Ding wieder ready. Den nächsten werde ich so abfangen können. Das war jetzt blöd. Du bleibst schön auf mir, dass der nächste Schuss auch wieder voll auf mich drauf geht. Komm schon. Haha! Sehr schön. So, jetzt können wir den Heiler nun nicht mehr weiter entlasten. Jetzt muss er liefern. Weil jetzt sind auch mehr die Ideen und vor allem die Devs ausgegangen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Also wir halten fest, ich habe auch für solche Situationen schnelle Lösungen parat. Vielleicht wird das mit dem Nimm-Tank doch schneller was, als wir dachten. Na komm, Freunde, wer will Papa als Nimm-Tank sehen? Schreibt's ruhig mal rein. Und das ist auch schon der letzte Raum.
Es wird dir warm in deinem Bunker. Finale. Kommt alle rein. Ready. Set. Go. Und Schilde direkt aktivieren. Das Feuerduell der Mandalorianer beginnt. Super Kommando Schild. Mehr abwehren. Oh, wir kassieren gerade 20% verloren. Das ist übel. Oh way. Hätte ich das irgendwie verhindern können? Das wären jetzt so für mich auch so interessante Fragen. Hätte ich solche Szenarien verhindern können? Also ich weiß, dass ich mit Jasper schon erfolgreich Azahat sehe. Auch so wie der hier steht, mit dem Equip getankt habe. Das ist kein Problem, sowas. Wir versuchen Hinrichtung immer wieder zu unterbrechen. Okay, jetzt ist das Ding durchgegangen. Aber ich sehe hier nirgendwo einen Debuff. Das ist gut. So, die Sperre wird unterbrochen. Autsch. Was habe ich getan? Okay, die macht ihr platt. Rabivoss würde aber auch einen guten Tank abgeben. Flammenwerfer wieder unterbrechen und Schilde hochfahren. Auch den Superschild nochmal für das Abfangen der Granate. Schön auf mir bleiben. Schilde wieder hochfahren. Und dann haben wir ihn diesmal. Und überlegt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das sind so die nächsten Wochen und Monate, die Themen, die mich so beschäftigen, die wir gerade so besprochen haben. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt mal eure Meinung dazu. Wirklich alles zum Thema Ich und Tank. Ich bin da jetzt echt mal neugierig und hätte da gerne mal so ein bisschen Feedback. Für heute war es das jedenfalls erstmal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.